Drum-Sound und Drum-Tuning ist ein großes, weites Feld. Eigentlich ist es Fakt, dass die meisten Schlagzeuger ihre Trommeln abkleben, totkleben, um einen praktischen, passenden Sound irgendwie doch noch draus zu schneiden. Man kann aus allem eine Raketenwissenschaft machen, aber mir geht es heute darum, euch direkt praktisch, deswegen nehmt eure Drums, eure Toms, eure Snare, eure Kickdrum, gebt euch praktische Tipps und Konzepte an die Hand, wie ihr möglichst schnell zu absolut passenden und zufriedenstellenden Ergebnissen kommen werdet. Wie kriege ich denn nun meine Snare-Drum lauter? Das ist eine gute Frage. Um das weite Feld ein wenig einzugrenzen, kümmern wir uns mal um die drei wichtigsten Faktoren. Als erstes wäre natürlich